verhörten Polizisten Augenzeuge. Sagt er zu dem: Sie haben doch gesehen, wie die alte Dame von dem Kerl verprügelt wurde. Wieso haben Sie nicht geholfen? Sagt der Typ: Ich dachte, der schafft das schon alleine. Sagt eine Arschbacke zu anderen: Hey, im Flur stinkt's. Was bestellt ein Frosch im Restaurant? Quark. Okay, ich muss lachen, weil der so scheiße ist. Was ist weiß und fliegt nach oben? Eine behinderte Schneeflocke. Geht ein Typ in ein Fahrradgeschäft. Sagt er: Ich hätte gerne eine Klingel für mein Elektrofahrrad. Sagt der Verkäufer: Das ist ein fairer Tausch. Hey, der ist so Hammer. Treffen sich zwei Kollegen. Sagt der eine zum anderen: Ey, ich habe mir von der griechischen Insel einen Hahn gekauft. Sagt der andere: Kreta? Sagt der eine: Ja, aber zum Glück nur morgens. Geht ein Mann im Rollstuhl zum Arzt. Ich weiß, ein Mann im Rollstuhl kann nicht zum Arzt gehen, aber scheiß mal da drauf. Hört einfach auf den Witz. Geht ein Mann im Rollstuhl zum Arzt und sagt: Herr Doktor, ich kann nicht mehr auf meinen Beinen stehen. Sagt der Arzt: Ja, dann bleiben Sie doch einfach sitzen. Geht ein Typ zum Arzt. Sagt der: Herr Doktor, bitte holen Sie mir den Schlüssel aus dem Magen, den ich verschluckt habe. Sagt der Arzt: Okay, seit wann haben Sie den denn verschluckt? Sagt der Typ: Seit 3 Jahren. Sagt der Arzt: Was, wieso kommen Sie denn erst jetzt? Sagt der Typ: Ich hatte einen Ersatzschlüssel. Geht ein Schwuler an die Tankstelle und steckt sich den Zapfhahn in den Arsch. Kommt der Tankwart raus und sagt: Hör mal, ist das normal? Sagt der Schwule: Nein, super.